Lustige Witze, ab jetzt mal wieder ein paar Folgen ohne Gäste und ohne Kamera. Es wurde sich so gewünscht, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Habt ihr euch schon mal gefragt, in welchen Ländern Friseure Urlaub machen? In Haraguay, Föhnland, Strenemark, Kambodscha, Argentinien, Haiti, Tönsania, Schnittauen, Großbritannien, Frisur Uruguay, Lettland. Wenn Nightcore schneller und Daycore langsamer als normale Musik ist, ist normale Musik dann Twilightcore? Sind Witze über Flundern eigentlich Flachwitze? Ich habe mir jetzt etwa um die 20 Bücher zum Thema Minimalismus gekauft. Tagessuppe, klare Whisky-Essenz mit H20-Croutons. Guten Freunden gibt man gar nichts. Die wissen, wo der Kühlschrank steht und nehmen es sich selbst. Mein Sohn, 6 Wochen alt, lacht schon beim Kacken. Ich trage bei der Arbeit immer einen Schutzhelm. Schließlich kann man nie wissen, wann einem die Decke auf den Kopf fällt. Meine Kunden sind immer sehr geschockt, wenn sie herausfinden, dass ich gar kein richtiger Elektriker bin. Ich überlege gerade, wie ich meine Fenster in die Spülmaschine kriegen soll. Und hier die neuesten Frauenkrankheiten. Ein Parkinson, Vögelgrippe und Kochschmerzen. Wenn dich ein Mörder verfolgt, dann rennt ihr beide um dein Leben. Dank meines schlechten Orientierungssinns habe ich schon viel von der Welt gesehen. Weiß man eigentlich schon, auf wessen Seite Deutschland den Dritten Weltkrieg verlieren wird? Falls ihr noch den ultimativen Namen für eure Katze sucht, Schnursula. Obwohl ich Veganer bin, esse ich für mein Leben gerne Tier Amisu. Ein weiser Mann sagte einmal, es ist manchmal besser, nichts zu sagen. Ein noch weiserer Mann sagte dazu nichts. Der arme Schüler, der 2075 beim Abitur den Brexit erklären muss. Ich finde es schön, Brüsten gegenüber unfair, der Frau ins Gesicht zu gucken. Technisch gesehen ist das Trikot einer Fußballerin ja auch ein Ballkleid. Bier auf Bier, das rate ich dir. Prost! Falls mich jemand sucht, ich bin am Ende. Pringles. Die Verpackung, die dir zeigt, dass du zu fett bist, um weiter zu essen. Bei Ebbe ist weniger mehr. Leider reicht es nicht für die Berufsunfähigkeitsrente, dass der Chef mich für unfähig hält. Irgendwann wurde, wenn ich mal groß bin, zu, wenn ich mal Geld habe und nun zu, wenn ich mal Zeit habe. Man benötigt kein botanisches Wissen, um eine Pissnelke zu erkennen. Liebe ist, wenn zwei Kaputte sich begegnen und die Bruchstelle genau ineinander passt. Nur ein Bier, sagte ich mir, doch dann ist irgendwie schon wieder alles schiefgelaufen. Das Gegenteil von Microsoft Office ist Macro Hard on Fire. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.